Hallo meine lieben Freunde, euer Kinnix hier und herzlich willkommen zum ersten Battlefield Hardline Online Let's Play. Also heute geht's endlich los hier mit Battlefield Hardline. Wir werden heute ein Spiel machen, wenn wir zu Anfang reinkommen, dann werde ich ein Spiel nur halten. Aber wenn wir zum Ende, zum letzten Viertel oder so kommen, dann werde ich wahrscheinlich aus der Lobby rausgehen. Nicht weil die Map mir nicht gefällt oder so, dann werde ich einfach rausgehen und dann werde ich ein neues Spiel suchen, bis wir eine volle Lobby gefunden haben und werde dann Cut machen, wenn wir nicht direkt beim ersten Mal eine finden. Sondern wir werden heute ein Deathmatch spielen. Mal gucken, auf welcher Map und ob wir zum Anfang reinkommen oder zum Ende. Drogenlabor, ist okay die Map. Polizei und Verdächtige liefern sich dort aus bisher unbekannten Gründen ein Feuergefecht. Sky5-Zuschauer werden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Und wir kommen eigentlich. Nee, komm. Das ist kacke. Das ist schon. Also hier war jetzt gerade ein kleiner Cut, weil ich bin mittendrin reingespawnt, deswegen rufen wir jetzt nochmal. Und wenn nötig, wird jetzt gleich wieder ein Cut sein. Der bizarre Schusswechsel in LAPDs Zeit hat sich weiter verschärft. Einem LAPD-Sprecher zufolge musste im Feuergefecht so wörtlich unverzüglich Einhalt geboten werden. Sky 5 News ist live vor Ort. So. Und ach du Scheiße, wir spawnen ja wieder bis zum Ende rein und deswegen verlassen wir wieder. So, jetzt war gerade wieder, also jetzt war gerade ein Cut. Deswegen jetzt spielen wir auf der Map Everglades, also ganz coole Map so. Mal gucken, ob diesmal wir wieder einen Cut benötigen. Aber ich hoffe mal nicht. So. So. Wir spawnen wieder zum Ende rein. Also, ich weiß nicht, was wir jetzt hier für eine Kackwelle haben. So, da bin ich wieder. Tja, jetzt habt ihr gerade einen kleinen Cut gesehen. Ich hoffe, wie Sky 5 News jetzt, erfahren. Jawohl, auf der Map Hollywood Heights spielen wir, also eine richtig kranke Map. Und ich habe jetzt so viele Versuche gehabt, eine Map zu finden. Und ich werde jetzt einfach die spielen, egal wie viel die hat. Und zum Glück hat die endlich null hier. Scheiße, falsche Waffe. Egal, ändern wir gleich. Bam! Erster Kill direkt mal hier. Scheiße, der ist am Rampenkorb festgenagelt! Bam, erstmal hier die Tür vom Haus zerstört. Oh mein Gott, ey, was eine Grafik. Oh mein Gott, haben wir die beide auseinandergenommen. Oh mein Gott, direkt mal hier ein geiler Start. Kommt hoch, kein Pressure. Scheiße, die Granate ist unterwegs! Scheiße. So, runter. Und ey, wo war denn der? Ey, wo warst du? Also die Waffe ging eigentlich ganz gut ab. Also fand ich echt nicht schlecht. Aber wir spielen erstmal hier mit der Operator. Am Ende werde ich euch auch meine Klasse nochmal
zeigen. Boah, genommen den ersten. Und der zweite killt uns. Scheiße. Egal, komm. 4-2. Ich habe zwar gerade 4-1 gesehen, aber wenn ich jetzt gestorben bin, seht ihr 4-2. Also schon mal nicht schlecht für einen Anfang. So. Oh, 100er Prezi hier am Start. So, weiter geht's. Oh, oh, der Snipe. Ich kann mich nicht bewegen. In Bestand. Hilfe! Mann am Boden! Hey, wo war denn der? Er will mich verarschen. Guck mal, chillt der da erstmal hier mit dem Bürgersteig. Guck mal, ey, sein Fuß ist da eingedrückt. Ey, ich komm da nicht mehr raus. Auch geil. Also. Schnell lauf. Lauf. Seid so, und hier links steht an. Ein Upgrade. Wie nett. Kleine Missgeburt, Mann. Erst verpisst er sich und dann kommt er wieder. Mann. Mit seinem Scheißschild. Ich glaube, ich nehme, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, direkt meine andere Waffe. So, wenigstens einen Kill gemacht. So, den killen wir locker. Ach du Scheiße. Boah, Blamage jetzt. Mann! Scheiß Kacknoob, ey. Verpisst dich jetzt. Verpisst euch jetzt, wenn ihr mich jetzt killt. Komm, Junge! Ich will nicht sterben! Meine Fresse, wo war die? Wo war der Mann? Haben wir noch nicht mal eine Plusquote? Komm, wenn die jetzt nichts mehr bringt, also direkt erstmal ein Kill. Komm, so wird's weiter. Komm, für mich erstmal vor die Füße. Oh mein Gott, wie habe ich den noch mal am Ende genommen? Ich habe gerade mein Magazin wäre schon zu Ende und mit dem letzten Schuss killen wir den dann. Boah, ich würde sagen, das. Also allein für diesen Kill will ich sagen, ist das schon Like wert. Also das war echt, fand ich richtig krank jetzt gerade. Guck mal, der kriegt den einfach nicht. So. Für erster Kill, nächster Kill. Okay, ist hier einer oben. Boah, Alter. Die Waffe geht ja unnormal gerade ab. Ist ja richtig krass. Alter! Wo schießt der? Alter, was hatte der denn für eine krasse Waffe? 10-8. Gut. Komm, weiter. Ich möchte nicht Hacker werden. Ich aktiviere die Löschanlage. Setz lieber die Gasmasken auf. Bam, Alter. Komm davon, wenn du den nicht killst. Scheiße. Bam. Ach, Scheiße, Mann. Ey, da hätte ich meinen Hammer rausholen müssen. Also den hier, ne? Ach, Baseballschläge. Ich weiß, dass ich den erwischt habe, weil ich die Bombe bin. Also auf der Map geht's eigentlich immer, bis wenn man gekillt wird, ey.
Da guck mal diesen kleinen Kämpfer an. Guck dir den an. Guck mal, ich bin ein Kämpfer. Ich stell mich einfach mal hin und warte auf Gegner. Boah, wie ich diese Leute hasse. Boah, geil. Einfach mal beide auseinandergenommen. Okay. Wo ist der? Ja. Boah, erstmal vierer Gang Street hier. So 17 zu 11. Das sieht doch schon mal viel besser aus als gerade. Diese Waffe geht ja mal mega ab. Ich habe mir die auch mal gekauft, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich die nie benutzt habe. Okay, da kam die von hinten, da kann ich nichts machen. Sowas akzeptiere ich zum Beispiel, wenn ich so gekillt bin. Aber wenn einer so kämpft und dann mit der Sniper auf mich zieht, boah, da raste ich immer richtig aus. So, ah, wo seid ihr? Alter, wo kam der denn her? Ah, okay, der war hinter mir oder so. 18 Kills, okay. 18 zu 13 ist nicht schlecht. So, weiter geht's. Endlich will ich ja mal mitnehmen. Punkt ist gespawnt. Oh! Nein. Er hat eine Granate! Gerade so aussieht, als ob ich kämpfe, aber also nur schießen. Einfach schießen jetzt. Erstmal eiskalt den mit dem Baseballschläger gekillt. Ey, habt ihr das gesehen? Ey, der denkt so, hey, wo kommt der her? Da lege ich einfach so auf den Boden und kill die alle auseinander. Ey, oh mein Gott, das war jetzt ein richtig geiler Kill. Ich hab den einfach 4-5 Mal mit dem Baseballschläger vors Bein gestanden. Muss ich mal sagen. Weil. So, wo ist er? Boah, hab ich den genommen. Komm her. Ich weiß es vielleicht. Mann, ey, das war doch mein Kill, du kleines Arschloch, Mann. Ja, Mann, mein Kill. So muss das sein. Boah. Hab ich den in die Fresse geballert. Nein, kein Sniper. Ihr lutscht meine Granate, ihr kleinen Bitches. Ja, Mann, Alter, 2 Kills, hab ich doch gewusst. Diese Granate ist einfach nur genial. Boah, 25 zu 15, finde ich, geht's übelst gut klar. Also, nicht schlecht hier. Hab einen erwischt. Der ist der Nächste. Ey, habt ihr keinen Bock mehr, hier hinzukommen? Da habt ihr Schiss vor mir. Ja, da kommt hier so ein Frosch, Alter. Ja, du bist echt ein richtiger Frosch. Guck dich mal an. Läufst da rum wie so ein Frosch und springt immer vor und zurück, ey. Mann. Spaß. Komm her. Nimm mal. Oh, ja. Okay, da wurde ich mittendrin gespottet. Da wusste ich nicht, wen ich nehmen soll. Guck mal, der versteckt sich erstmal hinter der Mülltonne. Guck mal, hier ist mein Zuhause. Bam, Alter. Das ist ein Baseballschild. Und man klaut ihm jetzt diesen Kill, dann sagt er mal. Werf eine Gasgranate!
Ach, falsch, Mann. Das verkacke ich gerade wieder 26-18. Aber egal, komm. Ja, komm. Hoffentlich mache ich, darf ich den jetzt kennen. Also jetzt halt, ah, dieses Haus, das ist so eine richtig geile Waffe. Warm in den Rücken. Warm in den Rücken. Erster Kill. Bam. Nächster Kill. So. Wo ist der nächste? Nein. Komm. Ah, schade. Scheiße. Boah, guck mal. 30-18. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch 100 Kills oder so. Paar Michael. Erstmal nachladen. Und ganz ehrlich, man muss sich immer hinlegen, wenn einer auf einen schießt. Oh, scheiße. Hat er mich richtig überrascht. Schon wieder der Frosch. Boah, Alter, geil. Wurden wir direkt mal hier reingespawnt. Und das finde ich auch scheiße, dass man so lange warten muss. Aber sonst das Game finde ich richtig gut gelungen. Komm raus. Den schnapp ich. Boah. Wie wussten der? Richtige Scheiße. Wir hätten wir von links kommen jetzt gleich. Bam. Komm, komm. Ja, du kleiner Profi. Oh, 34-21. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein. Mama, kannst du nicht einfach mal gehen? Ich hab doch nein gesagt. So, jetzt gleich. Hier war der Cut. Also, wir haben jetzt gerade nochmal 3 genommen. Also, hier seht ihr es nochmal. 37-21. Diese Waffe ist so geil. Also ich hab mich jetzt von dir fest. Hab ihn erwischt! Ich hab einen ausgeschaut. Oh, schaffen wir noch die 40 Kills? Haben wir schon geschafft. Irgendwie verlieren trotzdem. Obwohl ich so Bombe spiel gerade. Hast du 2er KD? Boah. Eine Granate. Boah, schon wieder. Nächster Kill. Hier ist Munition. Komm, wir wollen noch einen Kill machen. Und da verlieren wir auch leider das Spiel mit 8 Kills Unterschied. Unsere Quote war richtig gut. 41-22. Und ja, dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz unseren Klasseneditor.
Einen Moment. Ich kann euch so. Ja, zurück auf den Agenten. Oh ne, auf. Anpassen, genau, sorry. Also, wir haben jetzt gerade mit der P90 gespielt. Die hat Holo 1X, also Zielversion, also dass das nur einmal ranzoomt. Ja, und den schweren Lauf natürlich, um eine bessere, Schaden zu bekommen. Und hier können wir nochmal gucken. Laser zu kaufen wir eben. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, war es das auch für das erste Battlefield Hardline Let's Play. Ich würde mich wie gesagt über 25 Likes freuen. Euer Kennex ist raus und ich